Gut, hier ist das Sonderkommando, da kann er aber raus. Und er genauso. Und dann könnte Vegeta da rein stattdessen. Bist du irgendwie Z-Krieger-mäßig tauglich? Ah, mit 16 gar nicht mal so schlecht, wie ich dachte. Auch 16, aber hier bist du 25, fast voll schon. Zabon. Naja, da fehlen mir noch zu viele. Du kommst weg. Kommst hier mal dran. Ich riskiere mal, dass ich jetzt einen Bonus verliere. So. Okay. Hab den Bonus verloren für den 13 Punkte, aber das kriegt man ja noch ausgeglichen. Z-Krieger, 13 Punkte ist ja nichts. Da bin ich, ich war ganz oben geguckt, ich hab gar nicht ganz oben geguckt. 18, okay, es geht auch tatsächlich. 16, na, du kriegst natürlich ein paar Punkte hier drauf, würde ich sagen. Z-Krieger, plus 2, ist nicht viel, aber was willst du machen? Muss auch weg. Warte, was? Nein, falsch. Das war nur ein einziger gewesen. Plus 4. Und gleich noch. Nein! Nein! Ach. Und Z-Krieger nochmal. Plus 4. Yeah. Oh. Du auch nochmal. Zack. Perfekt. Den brauche ich ja hier auch erstmal gar nicht. Der Bonus ist da. Wunderbar. So, jetzt mache ich noch hier ein paar Boni drauf und dann, ja, reicht erstmal Training. Habe ich Training noch? Ja, siehst du, plus 10, läuft. Sehr schön. Das war's dann mit Training speziellen Sachen, ne? Jetzt habe ich noch alle Fähigkeiten und so. Ist ein bisschen Verschwendung, aber ich mache es trotzdem, weil es ist Vegeta, da darf ich voll sein überall. Komm, hau rein. Geil. Und weil es kann, nochmal alle plus 1, das ist totale Verschwendung. Aber ganz ehrlich, ich nutze sowieso bloß eine Fähigkeit, meistens vielleicht zwei. Und bei Vegeta würde ich nochmal zum Essen reinstecken, wenn ich das dann brauche fürs Essen herstellen. Dann passt das auch. Ja, Geheimnisse erfolgt das. Stufenbegrenzung, Z-Fähigkeit, siehst du, einer guck. Son Goku. Du bist gemeint. Eindeutig an dich. Zack. Was? Vielleicht plus 2 Bonus? Kann es sein, dass Stufenbegrenzung bei trotzdem 30 feststeckt? Ich hätte gerade 2 kriegen müssen, ich habe bloß 1 gekriegt. Also ich glaube 30 ist Maximum tatsächlich. Das ist ein bisschen eklig. Jetzt mag ich es auch gar nicht richtig benutzen irgendwie, weil ist ja voll mit allem. Nee, das ist natürlich unschön. Tja, haha, haha, was willst du machen? Baller. Oh, ich meine, das ist alles voll mit. Z-Krieger habe ich noch, schön und gut, aber ich habe kein anderes ordentliches Zeug mehr. Trotzdem, plus 4 überall. Freundschaft Level ist ja auch mal eine schöne Sache. Na, ja, plus 4. Zack. Und er ist fast ausgelevelt mit allem. Wunderbar. Wir haben alles so ein Spezialding unten dann, ne? Jetzt auch schon 25. Oh, hier. Top, besser geht's nicht. Außer eben noch ein bisschen, wenn er mehr als 25 hätte. So, also reicht, ich habe genug zum Zeug gemacht hier, komm, ehrlich. Jetzt haben wir ein bisschen Handlung vielleicht ganz gut, nebenbei. So, jetzt habe ich 3 geheime Sachen. Aber ich gehe dahin. Ich bin bereit, in den nächsten Story-Abschnitt fortzuschreiten. Mit meinen tollen neuen Community-Sachen. Flupp. Was wiederhergestellt? WTF? Aber ja, schon wieder fast 20 Minuten. Das gibt's doch gar nicht. Krass. Hallo! Piccolo? There's something I wanted to talk to you about. Oh, Vater-Sohn-Gespräch. Ätzend. Oh, so ein Stiefsohn. Uah. Sure, yeah. But why are you still a Super Saiyan? Er redet genauso. Huh? I don't really know how to explain why, but I'm trying to continue my training. Das hat er gar nicht gemacht, also wurde nie gezeigt, aber letztendlich wissen wir ja, er ist als Erwachsener ohne Saiyajin, Super Saiyajin, also komisch eigentlich, ne? Dass Son Goku das als für die super tolle Lösung hielt, Super Saiyajin Dauerzustand zu machen, aber das nach Cell sofort wie aufgegeben wurde und Vegeta zum Beispiel auch gar nicht versucht hat. Wobei da natürlich eine gewisse Stolzsache das Ding ist. Ich mach's auf keinen Fall so wie Son Goku, blase auf meine Art und Weise, aber trotzdem komisch, dass es nie wieder so aufgegriffen wurde. Man könnte ja auch zum Beispiel trainieren,
den Super Saiyajin 3 andauernd aufrechtzuerhalten, um das Beste, weil das ja so ein extremer Energieverbrauch gewesen ist. Oder aber auch den Super Saiyajin Blue, dann jetzt aktuell, weiß ich auch, ein relativ großer Energiefresser, wenn er nicht perfektioniert ist. Der Super Saiyajin Gott, der ziemlich energiearm ist, aber egal. Mach mal. You still feel responsible for your dad's death, huh? Tja. Yeah, that's part of it. I need to make sure I'm strong enough to protect the Earth now. That's why I'm still a Super Saiyan. I want my body to get used to this form a bit more. I see. So it looks like I didn't need to worry after all. Tja. Huh? Since Frieza showed up, even after we believed he was dead, I always thought I had to be on my guard. Mach das ruhig weiter so. But if Cell or some new android show up, you're the only one that has what it takes to beat them. So I planned on giving you a push in the right direction when you needed it. Ach so. But I guess you really didn't need me to do that. Scheint so. Oh, so that's what you mean. It makes me happy to hear you have so much faith in me. Der Mund klingt richtig gut gerade, habe ich gesehen. So, you got a more concrete training regimen planned? Just be... Yeah, it's just... I still don't know what else I can do. I guess that's understandable. You pretty much did all you could do in the hyperbolic time chamber. Do you have any ideas? With regards to your strength, you're probably as strong as you can get right now, so you won't see much rapid improvement in terms of raw power. Ja, das sagen sie immer wieder mal bei Dragon Ball, und auf einmal kommt ein super starker Gegner, mein Song Contest ist wieder so stark wie der. So, ja, naja. What you lack is mental fortitude. Oha. Mental fortitude? Your dad, he knows how to remain focused in battle. Naja. You, on the other hand, you're still too emotional. Naja, also Son Goku lässt sich auch sehr leicht ablenken. Das war ja oftmals sein Problem. Vor allem in Super wird ja auch dieses Problem mal beleuchtet, tatsächlich. Wenn ich mir die Palmen da hinten so angucke, sieht aus wie ein billiges Bitmap. Ein hochaufgelöstes billiges Bitmap, aber einfach nur zack. Die sehen überhaupt nicht modelliert aus irgendwie, zumindest die Stämme. Irritierend. You might be right about that. If I had focused more, I could have prevented Cell from self-destructing. Die sind einfach nur aufgeklebt, die Palmen. Seht ihr das? Ist ja schlimm. So, what should I do? Ich kann mich gar nicht konzentrieren, ich muss auf die Palmen starren. You might not like this suggestion, but... Why don't you try training with Vegeta? He's the strictest guy around when it comes to emotion. Ja, bitte. Vegeta ist super, dann kann ich mich die eine Sache machen. Not just with others, but with himself too. He might be able to provide some insight into the mental aspects of combat. Oha. Understood. I'll go ask Vegeta if he can help me out. Mach mal. Machtet mal. So. Also, ich kann immer noch weitermachen mit den Nebenquests. Ist noch nicht zu Ende. Habe ich jetzt noch nicht direkt erwartet, aber... Naja. Ich habe den Dragon Ball, wenn ich schon mal auf dem Weg da bin, ne? Also, ich werde jetzt nicht rufen, Dragon Balls, weil das ist Quatsch, bevor ich nicht weiß, dass ich im neuen Story-Abschnitt bin, entsprechend, na, sag schnell. Ich könnte die mir nochmal fix holen für ein paar Gegner, das ist ja auch nicht verkehrt. Wenn ich da wieder welche bekomme, die meine Grenzen springen nach oben, wäre es ja super eigentlich. Apropos Grenzen springen, warte mal, ich kann es mal ausprobieren ganz genau. Ich speichere mal ganz kurz. Jetzt kann man hier oben wieder speichern, ist jetzt natürlich auch egal. Zack. Und ich gebe jetzt einmal so ein Google mal. Ups. Ach, wieder falsch geklickt. Gibt's doch nicht. Hey, ich bekam Medaille dafür. Ich muss doch mal reingucken, wie es aussieht. Ich gebe aber mal so gucken, mal so ein Ding und gucken, ob es an der Grenze doch noch weiter nach oben geht oder eben nicht. Ich denke nicht, wie gesagt. Ah, ich wäre sogar gewarnt vorher. Okay. Krass. Also 30 ist aber echt Maximum. Schade. Heißt aber auch, dass ich hier überschaubar viel insgesamt haben kann, rein theoretisch. Das ist aber 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7. Also 200... Gar nicht mal so viel. 7 mal 30. Ist gar nicht mal so viel. 270 bloß. Das reicht nie im Leben, um hier auf maximal ranzukommen, oder was? Andererseits bin ich bereits auf Rang 5. Und brauche nicht so viel fürs nächste. Kann das sein, dass hier einfach viel mehr benötigt wird vielleicht, als bei den anderen Sachen? Ich weiß nicht, ob es von... Ich meine, hier ist ja auch unglaublich viel Platz drauf. Es muss ja auch nach Platz möglich sein, das zu schaffen letztendlich. Und zwar idealerweise ohne schlaue Kombinationen überall einzusetzen. Ich denke schon, dass es unterschiedlich viel braucht bei jedem Dingens. Schwer zu sagen. Egal.
Egal. Ist ja schade, dass dieser Bonus nicht mehr wird, umso höher Level die haben. Das hätte ich auch noch mehr gedacht, aber leider nicht der Fall. Das wäre dann voll gut, aber nee, das lachen sie nicht. Das machen sie nicht. Jo. Ich muss da einmal rein. Ich muss da rein, das ist gemein, wenn ich es nicht kann. Tja. Alright. Better find Vegeta, so I can ask for his help. Mag der wohl sein. Gibt hier keine Marker. Gibt's hier eine D-Medaille oder sowas vielleicht? Alright. This looks pretty good. Ja, naja. Really good. Einfach gerade ausgehen hätte ich müssen. Na gut. Ah ja, steht doch drauf. Total hoch aufgelöst. 2K. Gravity Room. Would you mind fighting me so I can get stronger? Als ob. My dad died because of me. I need to get stronger. So something like that doesn't happen again. Wenn es bloß wirklich so gewesen wäre in Dragon Ball, aber tatsächlich hat er ja das Training auch jetzt vernachlässigt, der gute Son Gohan irgendwann, das wissen wir ja alle. Und in Super ist er total traurig geworden. It's up to me to maintain peace now. I need to protect Earth in my dad's place. Don't be absurd. Echt mal. You think Kakarot's dead because of you? You're the one that's going to replace him? You arrogant, spoiled little brat. Okay. Huh? But I... Das Lustige ist ja kanonisch und auch hier im Spiel hat Wikinger gesagt, er wäre mit dem Kämpfen jetzt durch, weil Son Goku tot ist. Klingt aber gerade anders irgendwie. Damn it. I wasn't planning on fighting ever again, but I've changed my mind now. Genau. Come at me. I'll beat the arrogance out of you. Ist er jetzt in der dicken Form? Er sieht nicht aus wie ein normaler Super Saiyajin. Er sieht so aufgepumpt aus. Ich glaube ja. Oh. Teleport. Ich bin ja bloß im normalen Super Saiyajin-Modus. Ich bin nicht Super Saiyajin 2. Ich weiß auch gar nicht, ob Son Gohan das jemals wieder abrufen konnte. Gewollt. Nach dem Cell-Ding. Die haben es ja, glaube ich, nie wieder gesehen. Also die haben tatsächlich, wenn ich überlege, im großen Turnier nachher, also vor Buu, hat er sich, glaube ich, verwandelt auf der Bühne mit Blitzen drumherum. Mag aber ein Animationsfehler gewesen sein, denn gegen Buu selbst nachher hat er es dann nicht mehr geschafft, das zu machen. Also hat er wahrscheinlich Akira Toriyama nicht nachgedacht. Der Punkt ist, ich glaube tatsächlich... Okay. Aua. Aua. Ja, komm. Nein! Und das kriegst du jetzt von mir. Also ich weiß nicht genau, verdammt. Aufgepasst. Weiß nicht genau, was ich auch jemals danach wieder konnte. Wärst du gut? Nee. Glaube ich nicht. Nimm das. Oh. Hier, krieg ich auch sowas. Du besser. Oh, was? Von wegen Zielgefühl hier. Haha, ich war schneller. Habe ich alles. Komm. Siehste. Sei ein Peace. Sei Peace mit dem Peace. Ha, durchgezogen. Und Kamehameha. Na, ja, hat er geahnt. Das hat er geahnt. Lass mal. Lass mal gut sein. Bam. Ja, so ist es halt. Oh. Ich habe keinen XP-Bonus drin. Egal. Wobei. Wie gibt das so viele? Oh, hätte ich einen Bonus brauchen können. So sehr brauchen können. You were far more powerful than this when you defeated Cell. You were holding back, weren't you? No, that's not true. Er kann nicht volle Kraft abrufen, das ist schon klar. A soft, spineless brat like you could never replace Kakarot. Genau. Stupid child. Er ist so sauer. Vegeta's right. Ja, nein. I can't define who I am, based on who my dad was. Hat er so nicht gesagt? Wenn du es so interpretieren möchtest, bitte schön. Ja, warum nicht? I need to do some serious soul searching. Mach mal. I'd better stay a Super Saiyan a little longer. Noch länger. Okay, meinetwegen. Mir soll's ja recht sein, ne? Greetings. Hallo. Oh, was denn? Du bist das, was ist los? Ja, ich wollte dir mal Gefallen bitten. Kannst du mal zu meinem Versteck kommen? Hohoho. Das Verstecken, ja gut, ich bin gleich da. Thank you so much. Okay, bis gleich. Voll gut, wenn man keine Handys braucht. This thing's filled with power. Hey, ich komme in die Karte rein. Einfach so. Ab zu Gottes Versteck.
Aber wenn ich die Dragon Ball sammeln will, soll ich es wahrscheinlich jetzt machen, bevor die Story wirklich weitergeht und ich da nicht mal dazu komme. Naja, ist egal. Mach ich jetzt nicht. Kein Bock, ich habe schon heute Quatsch gemacht. Oh. Der Baum ist fast nicht neu, keine Angst. Das wird schon. Warte mal ein Stück. Aber nicht so schnell. Danke. Wieso ist es denn hier? Wobei. Na klar, es war Gottes Training gewesen.